So Leute, hi und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatore und wir zocken heute auf S4 auf Kota Syr Hardcore. Der Delta ist auch wieder mal dabei. Wie geil, NSX. Oh yeah. Wie scheiße. Hätte das nicht S2 sein können, aber nein. Nee. Delta mag ja kein S4, deswegen muss es ja S4 sein. Ja genau, und dann noch auf Hardcore, das heißt bitte mach keine Fahrfehler. Es ist eine sehr enge Strecke und leider ist der Panos anscheinend verärgert. Und möchte nicht mit uns spielen. Tut mir auf jeden Fall, also ich entschuldige mich hierfür recht. Ja, wie sagt man hier? Ich habe keine Ahnung, ich entschuldige mich so selten. Ich weiß nur eins, mein Honda NSX ist weiß und ich weiß nicht warum. Ja, irgendwie schon. Ich hab keine Minimap! Ja, Hardcore. Neo, 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 beeil dich. Ja, jetzt chill mal ein bisschen. Neo, sie schieben! Okay, sie haben mich weggeschoben. Haben sie dich abgeschossen? Oh, da hat sich einer fast vernichtet hier. Ja, der hat sich jetzt endgültig vernichtet, glaube ich. Oh, der Delta führt. Ist ja geil. Nicht mehr lange, der will mich, glaube ich, rammen. Nein, Alter, du bist doch eine Hurenfotzen, Franzose, Wichser, Nutte, du weg. Meine Güte, deine Mutter. Deine Mutter ist eine... Die geht auf den Strich, Junge, die geht auf den Strich, aber derbe. Alter, was hast du mit den Wagen hier gemacht? Hier, dass das noch kein Totalschaden ist, ist ein Wunder. Was? Dass der Wagen noch kein Totalschaden hat, ist ein Wunder. Ist noch weit zum Ziel? Ja, es sind ca. 10 Kilometer. Insgesamt. Oh Gott, ey. Natürlich lenkt der Wagen nicht, weil ich vorne keinen Gummi mehr hab. Ja. Platten hast du schon, ne? Sieht man hier recht gut. Hm. Jetzt gar kein Gummi mehr, ne? Eieiei. Aber jetzt ist glaube ich nicht mal gar so lang, ja. Willst du so unbedingt Seite ganz verlieren, oder was? Weil diese Hurenfotze! Mann! Oh! Vom Ziel, Junge! Vom Ziel, ist klar! Bist du komplett... Vom Ziel! Du hast total Schaden? Ja. Kannst du nicht zuschauen? Doch, aber bei mir wird nicht angezeigt, dass du Totalschaden hast, weil du mitten im Weg stehst. Du fährst bei mir noch, ja? Also, ja. Nicht mehr wirklich, aber... Ich stehe da rum wahrscheinlich. Ja, du stehst da rum. Im Rennen steht noch. Irgendwie backt es hier Rennen? Wieder mal ordentlich rum. Ey, wenn der mich nicht gerammt hätte, dann hätte ich gewonnen. Steht bei dir noch im Rennen? Was? Oder stehen bei dir die Zeiten? DNF, DNF, DNF. Ah, da. Bei mir läuft es jetzt weiter. Bei mir nicht. Du stehst nach wie vor am Ziel. Ah, jetzt geht's, oder? Nee. Ja, bei mir Eventbelohnung, Kollisionsratenbonus. Cool. Und bei dir hängt's, ne? Jupp, ah, jetzt geht's anscheinend, ja. Okay, jetzt geht's. Ja, leider ist das Spiel aber so ein bisschen verbuggt. Krieg wieder mal Leihwagenstrafe. Auf das war ich eigentlich jetzt nicht so scharf. Und dann habe ich den Leihwagen auch noch geschrottet. Das tut richtig weh. Kriegst du dann mehr Strafe? Jupp, also Gesamtverdienst im Rennen sind jetzt insgesamt... 4.625. Au. Mhm. Tut weh. War schon wieder Koldasur? Nee, oder? Nee, es dauert noch, bis ich jetzt drin bin. Ich glaube, wegen mir hängt das jetzt ein bisschen nach, ne? Okay, Paris, Ausdauer S3. Oh ja, Ariel Atom, endlich. Oh, scheiße. Nissan. Warum? Nissan NSX-R. Mag die Karre nicht. Soll ich die Corvette holen? Nee, ich würde jetzt nicht gern Veto machen wegen S3. Damn.
Na gut. Aber nee, aber machen wenn wir, machen S4 wir, komm. Kommen, dann Scheiß krieg ich einen Anfall. Machen wir einfach auf normal, ja? Wir lassen es einfach. Dass man nicht irgendwie abstimmen kann, so für einverstanden und dann geht's weiter. Muss man warten und warten und warten. Aufnahmezeit geht verloren. Ja. Das regt mich richtig auf, ey. Das gibt's ja normal nicht. Okay, Panos schreibt, dass er über Headset mit Kollegen redet. Ja, soll er doch. Kein Problem. Passt doch eh. Obwohl, ich habe ja eh schon einen anderen Wagen für euch hergerichtet. Bei S3? Ja, eine wunderschöne Karre sogar. Mercedes-Benz? Ja. Das BMW. Wird jetzt wirklich nett. Bei also M3 ich, und 2 BMW. Wenn du es richtig machst, ja, wenn du es richtig machst, kannst du jetzt gewinnen. Eigentlich okay. Habe ich die Karre und im Griff. Ja, aber? Damit komme ich Nick mit der Corvette hinterher. Auf globale Challenge. Okay. Also wirklich, ein Unterschied von 2 Sekunden. Hm. Aber ob ich jetzt... Ja, was reiße, das ist was anderes. Aber Ariel Atom ist gerade auf Hardcore schwierig, weil er regelrecht von den anderen weggefickt wird, ja. Weil meine Reifen ziemlich schnell kaputt sind, meinst du? Ja. Wie gefällt dir meine Karre? Was ist denn? Vorne. Ah, da vorne. Ja. Schaut geil aus. Also ich finde, das jetzt Bombe aus. Ist klar, ist klar. Rammt mich doch, du Hurensohn. Uff. Deine Mutter, ey, deine Mutter. Ich hab's grad gesehen. Oh mein Gott, das hat böse ausgesehen. Warum muss man so ein französischer Lutschschwanz sein? Die wären mal rassistisch, hm? Ja, Alter, weil das bescheuert ist, weil es immer... Jetzt mach ich dich platt, Junge. So. Delta ist raus. Du bist der Einzige, der raus ist. Trotzdem, er hat sich erstmal Hammer gedreht. Ey, das ist so behindert mit diesen Leuten. Ah. Nee, die haben es auch wirklich überhaupt nicht drauf, ne? Ne, es geht sich nicht um drauf. Es geht sich darum, dass die immer nur rammen. Warum? Weil sie es nicht können. Weil sie es nicht besser können. Hä? Weil sie nicht wissen, da waren gerade Leute. Mitten auf dem Weg. Wow. Wow, das habe ich übersehen. Schwierige Strecke. Ja, bei mir fährst du gerade bei Leuten, du über... Also da stehen Leute auf der Straße und die überfährst du einfach. Okay, mache ich immer wieder gern. So, versuchen wir den noch einzuholen hier, weil so gut fährt er nicht. Dass ich kaputt gehe, das geht auf die Durchschnittsplatzierung, ne? Ja, ich glaube schon. Weil trotzdem weißt du, was ich am liebsten würde ich so ein Franzose, wenn ich den so live sehe, direkt auf die Fresse hauen. Wenn er sagt, hä? What? Warum du Fresse mir schlagen? Dann hau ich dem direkt noch eine rein. Ja, ein bisschen zu viel gedrifft hat. Alter, da haben sie den Schwierigkeitsgrad der Strecke wirklich stark gesteigert, ne? Kommen den Typen zwar hinterher, aber na, aufholen tue ich nicht. Ja. Gibt zwar wirklich alles, aber. Wow! Es ist Ausdauer, ne? Ja. Ich hätte mit den Ariel Atom so gewinnen können. Oh ja. Aber nein, Mama, ich muss erstmal den Delta rammen. Natürlich. Gibt doch nichts Schöneres. 5 Minuten dann zusehen zu dürfen, ne? Ja, was gibt's Geileres? Gar nichts.
Alter, hätte ich einen Ariel Atom, der da vorne wäre so fällig. Nee, du wärst fällig. Weil dann jetzt ein Ariel Atom und die Franzosen würden sagen, oh, der hat einen Ariel Atom, den müssen wir platt machen. Weil es so leicht geht, ne? Ja. Aber kaum zu glauben, dass der Wagen Driftwagen ist, ne? Was, der Mercedes? Ja. Ah, Mercedes sind doch keine Driftwagen. Nee, überhaupt nicht, ey. Können sie zwar, aber wenn du einen originalen Mercedes, ich bin ja selber Mercedes mal gefahren, die rutschen zwar, aber das ist kein Driftwagen. Ja, sie sind zu schwer dafür. Zu schwer, du merkst wirklich, du driftest, aber der neigt sich hinten voll. Das sind elegante Wagen, da kannst du nichts driften. Man kann zwar richtig schön, angenehm, komfortabel schnell fahren, ja? Ja. Man kann 250 fahren, ja? Sagen wir mal, ja? Beim Golf hast du das Gefühl, du hebst gleich ab und alles vibriert und ja, es ist unglaublich. Aber beim Mercedes, du sitzt da, kannst Kaffee trinken. Ja, hat dich abgehängt, wa? Ja, ganz schön sogar. Bin gespannt, wie weit er vorne ist. Keine Chance. Ah, da vorne habe ich ganz kurz gesehen, ja. Na denn? 200 Meter. Dein bin gerade mal 1,1 Kilometer bin ich gefahren. Dein Konkurrent hat es auch nur mal 1 Kilometer weit geschafft nach deinem Crash. Ja, aber wirklich, den habe ich sowas von in den... Er wollte mich wieder von links überholen und da habe ich den einfach nur gerammt. Den Heck, der ist dann ausgebrochen, hat sich gedreht. Aber der konnte weiterfahren, die Lutscher. Aber die Achse, die muss kaputt gewesen sein. Ja, der ist wahrscheinlich das Fahrgestell verzogen und, also. Ich wette, ich bin jetzt rot. Kann durchaus sein, dass du eine Farbe bekommen hast dafür. Ich war weiß, was bin ich jetzt? Bin ich gespannt. Also vor dem Rennen war ich weiß. Bin noch immer weiß und du bist grün. Grün. S1 und dieser Tief auch. Mhm. Rennend, also Giulietta. Giulietta, ja. Kalifornien ist auch perfekt dafür. Kleiner Tipp am Anfang, Ranglereien. Kannst du bitte diesen... Kannst du diesen Tief... Doch, kannst du! Wenn er mich überholt, ja, und es bietet sich die Möglichkeit, versuche ich ihn zu drehen, ja. Oder war das Nicolo? Nee, ich glaube, das war Tief. Der war ja, dann nach dem Crash ein bisschen vor dir. Ja, dann war der das. Weil Tief war weiter vorne als du dann und Nico war weiter hintern. Ja, komm, schneller! Schneller! So, Giulietta. Also ich habe irgendwie meine Standardfarben hier schon gefunden, fällt mir auf. Dieses Bronze sieht einfach nur geil aus hier. Oh ne, hast du den wenig und Panos gemacht? Ja. Andere Felgen werde ich mir draufhauen. Aber sonst gefällt mir die Karre extrem. Also ich hätte das gemacht, alle vier mit den gleichen Karren. Aber Bronze... Nee, ich finde die Farbe irgendwie elegant. Ja, ich will aber keine elegante Farbe, ich will eine geile, das muss ausstechen, da muss sagen, boah, guck dir das mal an hier. Aber ja, Bronze. Ja, das ist mehr kunstwerkmäßig, ne? Das ist elegant und künstlerisch, finde ich. Aber was die über Geschmack lässt sich üblich streiten, also streiten wir nicht. Ja. Wie findest du denn jetzt, wie ich den aufgepimpt habe jetzt? Ja, also italienische Flagge finde ich nice. Also du als Italiener ist das perfekt, aber ich würde niemals eine österreichische Flagge nehmen, weil dann für die Farben zu dem Auto nicht passen. Au. Ich befürchte, ich habe einen Platten.
Und ich befürchte, dieser Thief werde ich noch heute da zu Hause gehen und den verprügeln. Okay. Dann sind wir schon zwei. Ein Thief hat mich gerade auch gerammt. Ja, wenn ich den jetzt kriege, den fahre ich so rein. Ja klar, ist auch noch erster Platz. Sonst noch was? Der Domino ist aber auch ziemlich krass drauf. Der hat gerade einen hier weggefickt. Aus seinen eigenen Landsmann. Ja. Ja, ich sag's doch, die sind bescheuert. Die sind nicht ganz dicht in der Birne. Ja. Die halten nicht zusammen. Wetten, nee. Die ficken sich jetzt gegenseitig weg. Ja, voll. Die Franzosen ficken sich gegenseitig weg hier. Es ist, wie blöd muss man sein? Okay. Die unsere Chance, die Tief jetzt wirklich wegzubämmen. Neo, fahr vor, ich fick ihn. Oh, oh, der ist rausgeflogen. Aus der Bahn. Ja, Tief, so sieht's aus, wenn man ein Idiot ist. Schau, dass du ein bisschen vorkommst nach zu uns, ja? Ich bin schon vor. Der ist rausgegangen. Geil. Dann haben wir die ersten zwei Plätze besetzt. Oh ja. Und bin im Sieg. Also bin im Ziel. Im Sieg. Ja, jetzt bin ich auch grün. Bin für nichts und wieder nichts grün geworden, ey. Wie geht das? Nur weil der mich gerammt hat, oder was? Anscheinend. Ja, unter 2 Minuten meiner Zeit. Ist das nett oder nett? Und Tief hat verloren. Oh. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.